Hey, Ernie. Oh, hi, Bert. Hey, what's this, a barber pole? Sure is. Yeah, and the sign there, it says, Ernie's Barber Shop. That's what it says. You're not serious, Ernie. Oh, of course I'm serious. But, Ernie, you're no barber. What do you mean I'm no barber? You're no barber. I got myself a barber pole. So? I've got a pair of barber scissors and yeah. a barber comb. And I got a barber mirror. Yeah. And so I'm a barber. Yeah, but Ernie, you've never given anyone a haircut even. Well, that's true. But I'm about to give someone a haircut. You mean you found some poor dingling, someone so dumb, someone so stupid. Bert, sit down, please. No, sure. Someone so stupid that he's mm-hmm. gonna let you cut his hair? Oh, you bet, Bert. Mm-hmm. There we go. There. Wait a minute. Ernie, you are not going to cut my hair. Please, Bert, nope. you must sit nope. still while the barber Ernie, is cutting you're not your gonna hair. Cut my hair. Sit down, Bert. No, hey, now, Ernie, just come on. Are you sure you know what you're Don't doing, worry Ernie? About it, Bert. I know you what sure? I'm doing. Oh, of course. Oh, boy. Sure, I know all about barbering. Now, not don't, too much off the top, okay? Don't you worry about it, Bert. Okay, and I like my hair long, Ernie. You'll love it when I finish with it. Okay, make sure that when I like it. Finish with it, you won't recognize yourself. Hey, come on, now, don't cut it too short, okay? Oh, no, it won't be too short, Bert. Okay. Because one of the nice things about hair is it grows back again after you cut it down. You know, that's one of the great things about hair. Yeah. It's really sort of amazing when you think about it. Look, you know? Ernie, I haven't got all day, you know? Okay, well, I'm almost finished here. Clippity-clip, clippity-clip-clip-clip. Okay, and there we are, all finished. Yeah, can I get up now? Mm-hmm. Okay. Well? There you go. Well, what? Well, you know, how do I look? Well, you look with your eyes, Bert. Oh, Ernie, come on now. Where's the mirror, huh? Where's the mirror? Oh, you don't want to look at yourself in the mirror, Bert. Of course I want to look at myself in the mirror. Oh, no, you don't. Where's the mirror? Come on. Well, okay. Where's the mirror? Let's see. Oh. Here's the mirror here. Take a look. Ernie? Hmm? I'm bald. Well, I wouldn't say that, Bert. You wouldn't say that? No, but it's true. Well, I know it's true. I just wouldn't say it, Bert. You cut all my hair off. Well, yes, I'm sorry about that. Ernie! But remember, it will grow back again, you know. My hair! That's one of the great things about hair, you know. It'll take a month for my hair to grow back, Ernie. A whole month? A whole month. What are you going to do about it? Bert, what? I have just a thing for you. Just a second. Oh, my hair. Here you go, Bert. What is that, a book? Mm-hmm. A book won't make my hair grow faster. No, but it'll give you something to do while you're waiting. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Aus Versehen habe ich Bert alle Haare abgeschnitten, als ich das erste Mal Friseur gespielt habe. Nun muss ich ihm irgendwie helfen. Ernie, so geht es wirklich nicht. Geht nicht was? Weil es nicht geht, ganz einfach. Ich was? Kann die Mütze nicht tragen, bis die Haare nachgewachsen sind. Ich sehe nichts. Wie denn? Was denn? Du siehst nichts? Nicht die Hand vor den Augen. Kannst du mir glauben? Ja, das glaube ich dir, Bert. Du sprichst nämlich mit der Wand. Was? Mit der Wand? Hier, wieso bin ich das? Guck. Wo bist du? Danke. Oh, bitte, Bert, nicht zu danken. Ich werde dir aus deiner Klemme helfen. Du brauchst etwas und ich weiß auch, was das ist. So, was brauche ich? Eine Perücke. Was? Hm? Jawohl, Bert, du brauchst eine Perücke. Du willst mich wohl aufziehen. Was du brauchst, ist eine Perücke. Du kannst von Glück sagen, ich habe eine und ich werde sie dir aufsetzen. Augen das darf doch da. Wieder nicht wahr sein. Schöne Perücke. So, bitte nicht Platz zu nehmen, der Herr. Bitte doch, setzen. Nein, dann so, mich doch, gleich nein. Fertig. Lass doch den du wirst Unsinn. Begeistert sein. Oh Mann, du bist wieder du selbst. So, das wird erste Klasse. Hm? Schon fertig. Siehst du, nun siehst du genauso schön aus wie vorher. Sehr witzig. Ja, sehr witzig. Siehst Hör du? Mal, ich werde das Ding nicht tragen. Ich kann es nicht. Warum nicht? Weil es dämlich aussieht, deswegen. Ja, ja, alle meine Freunde werden mich auslachen. Oh, ich weiß schon, dann brauchst du noch einen Bart. Wozu brauche ich denn einen Bart? Dann können deine Freunde dich nicht erkennen. Aber du, Ernie, hör auf mit dem Unsinn. Kommt nicht in Frage. Schon los. Bitte mach jetzt endlich Schluss, haben wir gleich. Aber ja, das haben wir gleich. Haben ihn schon. Aber das ist doch albern. Das ist doch wirklich zu albern. Du hast ja vollkommen recht. Das ist albern. Na bitte, na also. Es ist albern, weil da fehlt noch etwas. Ja, Bert, auf, dir fehlt noch ein Schnurrbart. Jetzt ist es aber genug. Halt doch mal ja. still, Bert. Ganz still. So, du klippst schon mir ja, du klippst mir ja den Mund zu. Nein, Ernie. Du siehst großartig aus. Was meinst du damit? Na, dass du großartig aussiehst. Glaub ich nicht. Ich kann mich doch auf der Straße so nicht sehen lassen. Und warum nicht? Und warum nicht? Was werden die Leute sagen? Die Leute... Da kommt gerade einer. Wollen wir mal sehen, was der sagt? Mhm. Papa!
Papi! Was? Oh, Papi, wie schön, dass ich dich treffe. Du, wir haben uns seit heute Morgen nicht gesehen. Bringst du mich nach Hause? Ich bin nicht dein Vater. Ernie, hast du was Schönes angerichtet. Lass du mich in Ruhe. Ich bin nicht dein Vater. Nun lass mich doch endlich in Ruhe. Einen sehr schönen Tag hatte mein Freund Bert heute noch nicht. Armer Bert, zuerst schneide ich ihm alle Haare ab und dann kommt doch noch ein Monster und nimmt ihn mit. Hey Bert, du bist wieder da? Oh Bert, sicher hast du Ärger gehabt mit dem Monster. Aber du hast ja deine Haare wieder, oder ist das eine Perücke? Nein, ist das dein richtiges Haar? Willst du behaupten, dass es so schnell wieder gewachsen ist? Haben das die Monster gemacht mit einem Zaubermittel? Ja, Monster können sowas. Was die alles zaubern können, das ist wirklich... Was haben sie gemacht? Haben sie dir ein Spezial-Monster-Haarwuchsmittel gegeben? So. Du, Bert, warum sagst du denn gar nichts? Warum bist du denn so verschwiegen? Ich meine, nur ist irgendwas mit dir los, Bert? Na komm schon, Bert, sag doch was. Kekse!